Moin Leute von heute und damit herzlich willkommen zu einer Tierlist. Heute ranken wir Helden Releases und wir benutzen, Achtung, ganz vornherein, wir benutzen D.Va als Juno, weil, glaub mir, ich finde sie richtig cool. Ich finde sie wirklich richtig, richtig cool und wir sind auf jeden Fall extrem gespannt. Ihr seht, ich spiele auch gerade nebenbei noch ein bisschen Overwatch und wir werden jetzt diese Tierlist durchgehen und das wird so insane. Also das so, also ich fange nochmal von ganz vorne jetzt an. Also, Anna. Ich finde, also ganz ehrlich, Anna war schon geil. Ich finde, ich muss S hier sagen. Ich fand Anna, ja, Anna hat den besten. Sombra, D-Tier, Digga, das ist keine Frage. Das ist wirklich keine Frage. Zwei Reworks, ich sag nichts mehr dazu. Also, ja. Ashe ist einfach so komplett neutral. C oder B ist jetzt halt die Frage. Nee, und bei Sombra actually zwei Reworks und immer noch ein Stück warum Scheiße. Warum sehe ich Tierlist nicht? Warum sehe ich die nicht? Vielleicht geh Handling Stream. Im Stream. So. Ich würde sogar sagen, Ashe B-Tier. Also ja, ich habe überlegt, einer der beiden Neutralen auf jeden Fall. Also ich sag ja, aber ich würde sagen, sie war eher besser, weil like, also ich finde jetzt nicht, dass sie so crazy so cancel dance wie du ist oder so. War C oder B, das war ja nicht so neutral. Also sie war jetzt nicht extrem insane OP, aber hat doch das Spiel nicht verändert. Ja, basically, die ganze Fuckery kann dann halt die Sigma reingepackt haben. Ja. Aber Orisa an sich war fein. Nein, wir haben jetzt ein Game gefunden. Wir haben ein Match gefunden, nach 15 Minuten Q-Time in einem Normal-Game. So. Nee, Glenn will spielen, die wird hier nicht reingeladen. Moira, ich glaube C, Alter, das ist... Wenn Moira ja, also, war jetzt Moira nicht Release so war ein komplett bisschen crappy, also die ist jetzt kein Charakter, wo ich sagen würde, ich hasse sie über alles, aber ist jetzt auch nicht, ne? Ich fand der Release war okay. Wenn man da so jetzt zum Beispiel wirklich, also... Brick nimmt, die packt man wirklich auf den letzten Tier. Ich bin glücklich, dass ich genau dann Overwatch aufgehört hatte damals. Weil das hätte ich mir nicht geben können. Diese Brick-Meter. Von Visery, die mit ihrem Leben verteidigen würde. Aber nee. Doomfist. Die Tier. Also wenn ich ihn heute anschaue, und wenn ich ihn schaue, wie er damals war, und damals habe ich ihn nicht gespielt, dann ist es eigentlich schon deserved. Aber es ist ein cooler Charakter von der Idee her, aber von der Umsetzung halt One-Shot-Scheiß war einfach nur nervig. Ja. Echo war cool. Unique Ability, indem sie einfach jede Ability hat. Ja, ich würde nicht sagen S-Tier. Ich würde also sagen A. Ich würde A oder B. Doch also, A, weil ich sie noch, also ich finde sie nicht so schlimm wie Ashe. Oder schlimm, Orisa. Wie schlimm. Ashe ist ja nicht schlimm. Jetzt ist die Frage, Sigma war an sich ein cooler Charakter. Ich finde ihn nicht besser als Orisa, aber auch nicht schlechter. Also, aber die Kombi von den beiden war kacke. Ja, also der Release war halt insanely OP, basically. Und zwar sehr lange. Ich meine, hast du den Release gesehen? Ja, glaubst du C, also das ist so, haben wir aus der ersten Reihe noch jemanden? Aber also an sich ist Sigma halt ziemlich geil, aber der Release an sich war sehr, sehr schwach. Ah, Hammond C. Ja, Ball. Hammond C, S. Also es tut mir leid, fühlt ihr vielleicht nicht, aber für mich war es so. Ja. Er war am Anfang ganz cool. Ja. Und ist kacke. Ganz furchtbar. So. Geil. So, was haben wir jetzt noch? Haben wir aus der ersten Reihe, haben wir niemanden mehr? Bab. Ja, Bab und S-Tier. Ramattra und Bab ist jetzt Frage S-Tier. Actually die Hälfte der zweiten Reihe. Ich finde ihn sogar besser als... Ja, ich muss dir sogar sagen, ich finde ihn sogar fast besser als Anna und Dings. Weil er hatte halt wieder eine geile Ability. Zwei geile sogar. Und da gab es auch 1000 Mythbuster. Was erhöht den Schaden, was erhöht nicht den Schaden. Ich kann mich nur an gute Dinge erinnern. So. Nein. Dann gibt's jetzt Optimus als... Ja, Soldier, was sagen wir jetzt? Soldier. D-Tier. D-Tier schon, ne? Das kein, ist wirklich kein cooles neues Gameplay. Hat actually im Alleingang für so ein Jahr oder bis so halbes bis ganzes halbes Jahr das Jahr, Game halbes ruiniert. Jahr. War, halbes Jahr war wirklich schlimm. Jedes Soldier im Gegnerteam durchgängig. Und dieser One-Shot am Anfang, den fand ich ja, dermaßen kacke. Dann nach dem Power-Shift, was wieder overpowered, boring dagegen zu spielen. So, und jetzt Junker Queen. Ich finde auf jeden Fall A oder B. Ich weiß nur nicht, ich fand sie war wirklich ein cooler Tank. Oder kurzzeitig richtig geil. Die Knife-Ability war cool. Dieses Bluten und sich heilen ist relativ, ja, merkt man nicht so hart. Und ihre Ultimate ist auch ganz nice. Ich ja, find, aber sie ist auch nicht absolut annoying. Finde ich absolut annoying. Ja. Also Hard Junker Queen nach ihren funny Dingern, wo sie dreimal hintereinander gebufft haben und sie dann einmal gemegabufft haben. War sehr, sehr unfun, fand ich. Ja. Aber ansonsten hat halt nicht viel gemacht, aber war am Anfang ist,
So. Ja, ist fein dagegen zu spielen, macht viel Spaß zu spielen und ist einfach guter Race. Ja, jetzt ist die Kiriko hat so mit die schlimmste Fähigkeit im ganzen Game. Aber gleichzeitig ist sie halt auch relativ cool. Also kein C-Tier, ich würde fast sagen B, weil sie einfach so hart Meta war. Also sie war halt, also es ist halt fun, sie zu spielen und mit ihr zu spielen, aber dagegen zu spielen ist halt furchtbar. Also das ist, ja das finde ich wirklich schlimm. Also zum Beispiel das finde ich bei Ana nicht, das finde ich bei Boy nicht. Ich finde, du kannst, wenn du willst, sie so leicht kriegen. Selbst als Tank und was auch immer. Ja, ja. Als Healer meine ich. So. Ja, ich würde C oder D-Tier sagen. Als C sogar? Ja, weil ich finde nicht, sie hat das Game besser gemacht. Ich finde, es war halt schon so ein neuer Main-Healer. Ja, aber sie hat ja nicht das Game besser gemacht. Sie hat nur dafür gesorgt, dass halt alle anderen Supports an sie angeglichen werden mussten. Ja. Weil sie so broken war. So. Ja, Ramattra weiß ich nicht, Digga. Also die, weiß ich wirklich also nicht. Also C oder D. Also ich finde ihn nicht so schlimm wie die, die in C-Tier, D-Tier sind. Deswegen, aber ich okay, ja, true. Er ist einfach so langweilig. Er ist wirklich langweilig, das. Und ich finde, seine Ultimate war so, oder ist immer noch so schlimm. Ja. Weil das irgendwie so ein safe Teamfight ist, wenn du es nicht komplett verkackst. Ja, basically. Hat einfach kein interessantes Gameplay dazu gepackt. Also Live-Over merkt man halt nicht. Also da also hat man nicht wirklich hart gemerkt. D-Tier? Also der Release war furchtbar und ja, okay, werdet ja, packt D-Tier. Einfach extrem also, mit gewesen. Das Problem ist, man mochte im eigenen Team nicht und im Gegnerteam war halt dann immer ganz okay. Am Anfang fand ich so. Und danach ging's bergauf. I mean, der Zustand, in dem sie ihn released haben, war halt geisteskrank. Ich weiß nicht, wie die sich das so. Also den ganzen Champ-Releases, die so overpowered rauskommen, wie konnte dieses Stück Scheiße ins Game gepackt werden? Ja. Holy shit, Digga. Ja, also die haben wirklich jeden Charakter so hochgenervt, aber ihn hochgebufft am Anfang zum Release. Und ich fand so genau das, so Lifeloop war so schlecht. Ich habe einfach mehr gehofft, dass ich eine Mercy im Team habe. Als Illari, ja, keine Ahnung. Ich finde das Turret ganz cool von der Idee. Der Strahl ist ganz nice, aber sie ist halt so neutral auch wieder. Findest du jetzt sie broken oder so? Irgendwas? Nö, ich würde einfach B sagen, B-Tier. Hat nicht so richtig sowas. Mauga. Also ist halt, Mauga ist halt einfach Ramattra, aber schlimmer, das ist einfach D-Tier. Also Mauga finde ich fast noch schlimmer als Sombra, muss ich sogar ehrlich sagen. Ja, also das ist schon echt krass. Venture S-Tier, I'm not biased. Also Venture muss ich jetzt neutral, komplett neutral bewerten. Na, dann mindestens A-Tier. Also es ist cool, sie also macht Spaß. Und ich finde inzwischen ist sie nicht mehr so nervig. Ja. Als Squishy, also als Tank hast du so gar keine Beziehung zu ihr geführt, außer du bist Dive. Ja, also, sie haben es richtig hingekriegt. Am Anfang dachte ich wirklich, dass ich das Spiel nicht mehr spielen will. Und das hast du ja sogar gesagt. Aber ich war gar nicht emotional. Also, basically, als ich das erste Mal ge-One-Shot-Comboed worden bin, dachte ich mir so, nein, nein, das muss weg. Nein, 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 nein. Und also so wie diese, so wie man diese Combo früher machen könnte, das durfte das halt war, nie ins Game war. Kommen. Du konntest zwei Schüsse, aber mittlerweile... Also das ist ein bisschen früh. S-Tier. Das ist ein bisschen früh, aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich finde ihr Heal ist noch viel zu stark. Aber, und ich glaube ihre Second Ability wird nochmal um 10 oder 5 Damage genervt. Die fand ich auch richtig, also die finde ich richtig geil, dass man die usen kann. Sie ist sehr schwer und deswegen wird sie auf jeden Fall so ein Charakter sein, der High Elo mal erstmal. Ich sag erstmal, sobald die ersten One-Tricks existieren, wird es natürlich auf Low Elo eingehen. Ich sag A, weil ich mir noch unsicher bin. Aber es ist potenziell zu S, aber auch potenziell zu B. Je nachdem, ob sie jetzt. Aber ich finde erst fun. Das ist halt das Ding. Ja, sie hat so coole. Sie macht Spaß. So coole sie macht wirklich Spaß. Und die fühlen sich alle richtig geil an. Das Sounddesign ist cool. Und er passt halt zu Hammond und Winston und das sind halt coole Charakter. Oder sie. Ja, der Charakter ist halt. Mal sehen, was wir.